So, beim Display jetzt stellen wir jetzt die Schwellwerte ein. Das hat nur einen Knopf, ganz einfach, lang drauf bleiben. Dann fängt der obere Schwellwert von der Batterie an zu blinken. Set Voltage oberer Schwellwert. Ja. Wenn man da zu lang wartet, geht er wieder raus. Also muss man drauf bleiben. So, und dann einmal kurz. Dann springt er schon auf die Ampere. Da können wir gleich reingehen. Also wenn ich kurz drauf gehe, dann springt er sofort weiter. Also dann blättere ich quasi durch die Menüs durch. Deshalb, da bei die Volt jetzt noch einmal lang drauf bleiben. Also das war jetzt zweimal lang drauf bleiben. Und dann springt er die einzelnen Ziffern durch. So, und da kann ich jetzt 57,7 Volt oder 8 Volt zum Beispiel eingeben. Ja, einmal draufdrucken, dann geht er nach oben durch. Ja, dann warte, bis er rüberspringt auf die zweite Stelle und auf die erste Stelle. Und da kann ich jetzt einfach mit kurz die Volt eingeben, so wie es da jetzt passiert ist. Ja. Und dann warten, bis er weiterspringt zum nächsten. Und dann drücke ich einmal lang. Dann bin ich jetzt im zweiten Menü drin, wo der Balken jetzt leer ist, der Batteriebalken. Und da muss ich ihm sagen, 46,2 Volt ist die Batterie leer. Da muss ich aber warten, bis er zu der entsprechenden Kommastelle springt. So wie da jetzt, 46,2. Jetzt drücke ich immer kurz drauf. So, und muss warten, bis er rüberspringt auf die nächste Stelle. So, und jetzt lang drauf bleiben, geht er wieder ins Hauptmenü. So, wenn ich jetzt einmal lang drauf gehe und dann kurz drauf gehe, springt er auf die Ampere. Da muss ich noch die Ampere einstellen. Lang drauf bleiben. Und die Ampere zeigt er an, und zwar da am Shunt. Da hat man einen Shunt. Das ist also quasi die Messeinheit. Und da stehen die Ampere drauf. Schauen, ob man das da sieht. Ja. Da steht's. 300 Ampere. 300 Ampere. Ist da eingestellt? Stimmt. Manche sind 100 Ampere. So, und wenn ich jetzt noch einmal lang drauf bleibe, dann bin ich raus. Mehr brauche ich nicht einstellen. Also oberer Schwellwert, damit der Balken stimmt. Unterer Schwellwert, 46,2. Oberer Schwellwert, 57,8. Und die Ampere muss ich einstellen. Das war's. Ganz einfach.